geht doch, ne? Geht. Geht alles. Wunderbest. Du bist heute ohne Heiligenschein da oder hast ihn dabei? Nee, den habe ich noch nie aufgehabt. Den hast du noch nie aufgehabt. Also bist du eigentlich ein kleiner Frechdachs oder wie kann man das sagen? So ein bisschen. Wenn du meine Freunde fragen würdest, ja. Ja, aber trotzdem als Missionarin unterwegs. Gewesen. Gewesen. Ich sehe mich zwar immer noch als Missionarin, einmal Missionarin, immer Missionarin, das liegt mir schon auf dem Herzen, aber nicht nur in Afrika, sondern auch hier in Deutschland. Wenn man sich das so vorstellt, eine Missionarin, Kutte an, Bibel unter Arm und los geht's und sagen, das müsst ihr machen und das ist richtig und das sagt Gott. Oder wie geht das? Ja, so eine Vorstellung haben die meisten Leute, dass man also in Sack und Asche durch die Gegend rennt. Aber ihr seht mich ja auch heute, dass ich das auch heute nicht mache, sondern durchaus ausgeschminkt bin und offene Haare und ein bisschen modernen Haarstil habe und keinen Knoten im Haar. Nee, ich glaube, das ist eine falsche, altmodische Vorstellung von Missionaren. Missionare gehen eigentlich auch heute los auf der Grundlage häufig von ihres Berufes, weil sie in die Länder ja gar nicht hinein kommen, wenn sie missionieren wollen. Also in muslimische Länder komme ich ja überhaupt nicht rein. Da werde ich umgebracht, wenn ich da was von Jesus erzählen würde oder von Gott erzählen würde. Fühlt man sich als was Besseres, wenn man als Missionar irgendwo hingeht? Ich glaube, viele Leute denken immer, oder das höre ich ganz oft, ach ihr Christen, ihr wollt ja was Besseres sein. Ihr habt ja die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ihr seid ja auf der sicheren Seite. Aber ich denke, dass da was falsch verstanden wird. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Christen haben verstanden, dass sie Jesus brauchen, dass sie sündigen, dass sie nicht alles richtig machen und dafür Vergebung brauchen. Also da ist überhaupt keine Arroganz, sondern Demut. Aber wenn man jemandem was weitergeben will und sagt, das, was du machst, ist falsch und das, was ich dir weitergeben will, ist richtig, ist da nicht schon ein Gefälle? So würde ich auch überhaupt nicht vorgehen. Also ich glaube, dass wir durch unser Leben versuchen, das habe ich auch gemacht, als ich in Namibia war, man geht ja auf der Grundlage seines Berufes raus in die Mission und wir wollen einfach zeigen, wir kommen auch zu euch, wir wollen euch dienen. Und das kann ich auch ganz gut mit meinem Beruf. Es gibt ja ganz viel Elend und Leid in den Entwicklungsländern. Und in dem Sinne kommen wir und versuchen uns den Menschen dort zu nähern. Und nicht zu sagen, das, was du denkst, ist falsch. Und das, was ich denke, das ist richtig. Warum so einen schwarzen Kontinent? Das ist mir so angeboten worden. Ich hatte ein Gespräch bei der Missionsgesellschaft. Und die haben gesagt, sie können entweder nach Kambodscha gehen oder nach Namibia. Namibia kannte ich nicht. Ich habe gesagt, wo liegt das? Ja, Afrika. Ich habe gesagt, das liegt mir näher, Afrika. Ich habe da eine Tante, die dort lebt, in Südafrika. Haben die gesagt, ja, dann sind sie da wahrscheinlich richtiger. Wenn sie träumen können und sich vorstellen können, da hinzugehen, dann sind sie da richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Namibia. Als du da hingegangen bist, was hat dich erwartet? Hattest du selber Bilder im Kopf, wie das da ist? Und hat das gestimmt oder überhaupt nicht? Ich hatte eine Vorbereitungszeit von der deutschen Regierung. Die haben das Projekt netterweise zu 75% damals gesponsert. Und da hatte ich eine Vorbereitung in Bad Honnef und da haben wir vorher Videos gesehen und man beschäftigt sich natürlich auch damit. Es sind Leute reingeflogen, die uns unterrichtet haben. Das waren alles Namibianer. Die sind extra reingeflogen, um mich 3 Monate zu unterrichten. Mhm. Das war wirklich super. Und so habe ich das Land schon ein bisschen kennengelernt, auch durch Filme und so. Aber so eine richtige Vorstellung hatte ich nicht, was mich da erwartet. Und überhaupt. Mit den Sprachen auch, ne? Englisch und Afrikaans war ja nicht so deins, ne? Nee, da ist so manche Träne geflossen. Vor allem hatte ich eine Vorbereitung mit einer Frau, die hochsprachbegabt war. Und dann so, Kind, das muss doch reingehen. Die haben gesagt, du musst das R rollen. Und ich kann das nicht, das muss man mit einem Zungenroller. Das ist ja, du kannst das, na, du bist ja auch begabt, ich kann das nicht. Und das wollte man mir immer beibringen und da bin ich dran fast verzweifelt. Aber das war anstrengend, Englisch und Afrikaans gleichzeitig zu lernen, das war anstrengend. Aber da muss man halt durch, ne? Mein Vati war mal in Afrika und hat gesagt, als er wiederkam, da gehe ich nie wieder hin, weil diese Armut dort... Mhm. Ich kann die nicht ertragen. Hm. Wie war das für dich? Du hast ja nur auch wirklich Ecken gesehen, sag ich mal, wo es nicht so luxuriös war. Ja, als ich ankam, da gehörte ein Behindertenheim dazu. Da war ich als erstes schon geschockt bei dem ersten, da war ich 10 Minuten da, da gab es dann gleich einen Rundgang. Und dann war ich schon gleich geschockt, weil da gab es dann so ein Gatter draußen und da war dann ein junger Mann nackt, der dann ständig masturbierte, ein behinderter Mensch. Und dann habe ich so gedacht, meine Güte, wie gehen die hier mit Leuten um? Aber die wussten es nicht besser, deshalb haben sie uns ja auch geholt. Da ist einfach viel Unwissenheit und mit der Armut umzugehen, mit Krankheiten dort umzugehen,
gehen, sehen, wie Menschen an HIV, an Tuberkulose sterben, Behinderte, die lebendig begraben werden, mit Ketten angekettet worden sind an Bäumen oder nackt auf einer Plastikplan lagen. Das haben wir alles gesehen und das ist natürlich schwer auszuhalten. Aber ich weiß das ja, dass es viel Elend gibt. Da bin ich auch realistisch. Ja, aber wenn man es sieht, ist nochmal was anderes, oder? Ja, ich bin ja Krankenschwester und ich habe natürlich auch vorher jahrelang in dem Beruf gearbeitet und habe viele Menschen sterben sehen. Und ja, es gibt auch hier viel Elend, das ist nicht nur dort so. Es ist halt das Elend hier, was es hier gibt, ist anders als in Afrika und vielleicht ist es da auch noch mal ein bisschen schärfer. Alles, was uns Menschen fremd ist, da haben wir oft Angst vor. Wir sehen das ganz oft in Diskriminierung und so weiter. Nun bist du als weiße Frau in dieses Land gekommen, wo Weißsein eigentlich eher außergewöhnlich ist. Wurdest du auch diskriminiert oder ja, angegriffen sogar? Nee, also in den ersten Jahren, wo ich da war, nicht. Weil als ich dort ankam, zusammen mit einer Kollegin, wir konnten schon Afrikaans sprechen. Ich habe dort in dem Slum gearbeitet, in dem Ghetto, in dem größten, da wohnten 150.000 Leute. Da habe ich mich frei bewegen können und die Leute waren froh. Also wenn jemand weiß, dass sie sich für sie interessiert, wo sie vorher immer nur von unterdrückt worden sind, das war was Besonderes. Und ich habe sie ja nicht in irgendeinen Palast eingeladen, sondern ich bin zu ihnen hingegangen in ihre armen Verhältnisse und habe mich dort in Dreck und Armut bewegt. Und das hat mir nichts ausgemacht. Und das haben die sehr geschätzt, dass ich ihre Wunden verbunden habe, dass ich mich um die Behinderten gekümmert habe, ihnen was zu essen gegeben habe, ne, Projekte aufgebaut habe, um ihnen zu helfen. Und das haben die schon gemerkt. Und die merken auch, wenn man das ernst meint mit ihnen und sie gerne hat. Ja. Und das haben die schon gemerkt. Was mich interessieren würde, du sagst, wenn die Namibia zum Beispiel eine weiße Frau oder einen weißen Mann oder Mensch sehen, sind sie froh, wenn der sich für sie interessiert. Was für eine Erwartung haben die denn? Ist das dann nach dem Motto der Segensbringer oder gib mir jetzt, ich bin arm, gib mir alles, was du hast? Wie ist die Erwartung? Die Haltung ist, gib mir, tu mal, mach mal, um das mal auf so eine platte Formel zu bringen. Also man sieht weiße Menschen als die an, die gebildet sind, die auch Geld haben und den Saus und Braus leben. Und oftmals verhalten wir uns ja auch anders. Asen ein bisschen mehr mit dem Geld rum, gehen in Restaurants. Mir hat mal ein Afrikaner gesagt, bei euch leben die Kühe besser als bei uns. Die sind in Ställen und die haben eine Hütte da. Und die Hütten, die wir haben, sind schlechter als die Kühe. Also bei euch wohnen die Kühe besser. Da habe ich drüber nachgedacht und das stimmt auch. Und das ist ja eigentlich, und sie erleben uns einfach in einer Rolle, wo wir viel mehr Geld haben, besser angezogen sind, elektrische Geräte haben, Handy, Waschmaschinen, Häuser, Wohnungen. Und das haben sie alles in der Regel. Fließend Wasser, warmes Wasser. Wobei Handys haben sie, glaube ich, als erstes, ne? Wenn sie dann was haben, ja. Aber Frauen zum Beispiel, ganz viele haben es nicht. Die schlafen mit Männern für ein Handy. Also die im Grunde prostituieren sich, um ein Handy zu bekommen. Weil das so wichtig ist, sowas heute zu haben, auch gerade bei jungen Leuten. Das ist sowieso anders, die Gesellschaftsstruktur oder die auch Beziehungsstruktur. Wie ist das untereinander dort? Ja, die Leute sind meiner Meinung nach sehr abhängig voneinander. Wenn einer in der Familie Geld besitzt, dann ist er verpflichtet, das an alle anderen auch zum gewissen Grad abzugeben. Das wird erwartet. Und dann bleibt einem natürlich selber nichts mehr. Es ist auch nicht so beliebt, aber man ist dazu verpflichtet. Deshalb sind alle immer irgendwie in Armut. Selbst der was hat, hat im Grunde nichts mehr. Weil das wieder weggegeben muss. Weil das weggeben muss. Und wer was verleiht, der kriegt es in der Regel auch nicht wieder. Also das ist dann weg. Beerdigungen spielen eine große Rolle, da geht wahnsinnig viel Geld für drauf. Das ist so ein bisschen auch auf die Hose machen, ne? Für eine Beerdigung muss man... Das ist ganz wichtig, weil die gehen ja davon aus, dass das Leben nach dem Tod weitergeht und dass man bei den Ahnen ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, da viel für Geld für auszugeben, weil man da ja weiterlebt. Und das ist ein großes Fest, da wird viel gegessen. Das geht in der Regel über 10 Tage Beerdigung. Und das ist eine große Sache. Da gehen die auch lieber hin als zu Hochzeiten. Also das muss man auch wissen. Ja, da müssen wir was geben, ne? Ja, das tun sie auch nicht. Nein, das läuft ein bisschen anders. Also die Beziehungen sind sehr abhängig vom Geld. Also wenn ich in einer Struktur lebe, wo ich überleben muss, dann spielt Geld natürlich in Beziehungen auch eine größere Rolle als bei uns. Also ist es sozusagen immer auf Versorgung ausgerichtet, kann man vielfach das so sagen? Ja, nur nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Beziehungen sich auch ändern. Also Frauen, wenn die einen Mann haben können, der mehr Geld hat, dann werden sie den auch wechseln. Also es ist sehr häufig so. Es passieren Beziehungen nicht oft nicht aus Liebe, sondern eben
aufgrund von Finanzen. Mhm. Und ich meine, das gibt es ja heute Mann, auch in unserer Gesellschaft, so ist das ja nicht. Na gut, ne? Aber es ist schon ein Unterschied von der Struktur her. Und es ist doch auch so, wenn eine Frau ihren Mann verliert, muss sie den Bruder heiraten oder irgendwie sowas, ne? Es damit kommt sie auf, versorgt wird. Es gibt ja verschiedene Stämme, verschiedene Richtungen in Namibia. Es gibt Ovambos, Hereros, Damaras. Das ist ein bisschen unterschiedlich von den einzelnen Stämmen. Aber bei den Hereros, weiß ich, ist es so. Die müssen dann den Bruder heiraten. Und hochproblematisch ist das natürlich, wenn der schon ein paar Frauen hat. Oder er selber krank ist und dann zum Beispiel das HIV-Virus an sie weitergibt und sie den gar nicht heiraten will. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Namibia ist ja eigentlich eine Demokratie. Ja. Aber irgendwie läuft das da nicht so rund. Es gibt extrem hohen Alkoholmissbrauch. Ich glaube, fast mit der höchste. In der Welt, ja. In der Welt. Es gibt ganz viele Krankheiten, die dort grassieren praktisch. Mhm. Warum ist das da so? Ja, wer in Armut lebt, der kriegt auch eher Krankheiten oder hat auch nicht so einen Zugang zu Bildung und auch nicht zum Gesundheitssystem. Das ist aber hier in Deutschland ähnlich. Es gibt da ja auch eine Zweiklassengesellschaft, wenn es um Gesundheit geht. Das muss man sich da nur viel extremer vorstellen. Während ich zu einem Privatarzt dort gehen konnte, dann mussten die natürlich ins Staatskrankenhaus und die Minimalversorgung dort haben sie dort bekommen. Die sind natürlich auch operiert worden. Aber ich kann mir den Arzt eben dann nicht so aussuchen, wie ich das dann konnte. Oder Zahnmedizin oder irgendwas. Mhm. Das ist das schon. Was konntet ihr machen als Missionare, als Entwicklungshelfer, um da vielleicht ein bisschen was Gutes zu tun? Weil du sagst ja eigentlich, willst du ja die Situation ein bisschen verbessern. Also als ich dort angekommen bin, meine Aufgabe war es als erstes damals als Missionarin in den ersten Jahren, es gab überhaupt nichts an Strukturen für behinderte Menschen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die wurden lebendig begraben teilweise oder angekettet. Und so. Die waren angekettet, ja, damit sie auch, das haben oftmals sind die zu den Großeltern gekommen, die haben die angekettet, weil die am Feuer am Arbeiten waren, damit die auch nicht ins Feuer fielen. Mhm. Und sie konnten halt sich auch nicht den ganzen Tag dann um die kümmern. Und sie wussten auch nicht, was sie mit denen machen sollten. Manchmal dachten sie auch, dass sie spirituell irgendwie besessen sind mit irgendwelchen Dämonen oder Geistern. Schwarze Kinder, es gab auch welche, die blaue Augen hatten. Die hatten dann ein bestimmtes Syndrom, wo die nicht vorher hören konnten. Und die wurden dann besonders verehrt oder umgebracht. Albinos zum Beispiel werden auch weltweit immer noch verfolgt und umgebracht. Das war dort auch so. Mhm. Also man muss... Da fehlt auch die Aufklärung. Also die Leute konnten da nicht so viel mit anfangen. Es gab keine Gesetze, keine Schutzgesetze wie bei uns. Bei uns sind ja behinderte Menschen besonders geschützt. Das gab es da gar nicht. Und ich habe dann damit mit der Regierung zusammengearbeitet, diese Gesetze zu formulieren, durchzusetzen. Mhm. Und später habe ich ja selber beim Fernsehen gearbeitet und habe dann darüber so eine Lobby auch aufgebaut und aufgeklärt. Ja, es ist ja sogar tatsächlich so, auch was ganz anderes ist, was mich sehr erstaunt hat, als ich dein Buch gelesen habe. Ärzte, die nicht im Dienst sind, müssen auf der Straße nicht helfen, auch wenn gerade irgendwie zwei Autos gecrasht sind und da die Leute in ihrem Blut liegen. Ja, erste Hilfe leisten, wie wir das haben. Wir sind ja dazu verpflichtet, das gibt es da nicht. Nur wenn sie im Dienst sind. Das ist tatsächlich so. Ja, auch dann wird eher noch die Die werden noch beklaut. Ja, die werden noch beklaut, wenn die da liegen. Übel, ne? Nun ist ja das so gewesen, wer 13 Jahre in einem Land lebt, der liebt nicht nur alle Menschen dort, denen er vielleicht weiterhilft, sondern ein ganz besonderer Mann ist dir über den Weg gelaufen und zwar nicht nur irgendeiner, sondern es war gerade auch noch die Musiklegende von Namibia. Der das Jackson. Ist der Jackson. Ja. Aber ihr wart am Anfang glücklich, aber das war nicht so von Dauer. Was ist gewesen? Ja, Ja, genau. Also Jackson kannte mich durchs Fernsehen. Wir haben uns dann irgendwann mal über so eine Musikveranstaltung kennengelernt und und sind dann irgendwann mal zusammengekommen. Erst war ich seine Managerin, er wollte mich unbedingt als seine Managerin haben und dann haben wir uns aber irgendwie ineinander verliebt, wie das dann manchmal so ist. Ja, dann unterhält man sich natürlich auch, oder ich mache das, weil ich das wichtig finde, wenn es um Sexualität geht, sich auch mal darüber zu unterhalten, sag mal, gerade in so einem Land, wo HIV eine große Rolle spielt, sag mal ehrlich, ne, wie sieht es denn bei dir aus, Musiker und so? Ne? Wildes Rockerleben. Rocker war er jetzt nicht. Eher ein Popstar, aber du bist ja auch schon einen Tag älter. Ne? Kein Kind von Traurigkeit gewesen, nö, alles okay. Aber leider stimmte das nicht. Und das habe ich dann irgendwann mal zufällig rausgefunden, als ich von einer Tournee mit ihm zurückkam aus dem Norden. Da war leider auch noch meine Mutter gerade aus Deutschland zu Besuch, die gerade 80 Jahre war. Und ich habe dann
seine Sachen waschen wollen und habe dann da eine Tasche gefunden, da waren Medikamente drin. Habe ich gesagt, meine Güte, ist er krank? Und habe mir Sorgen gemacht, habe da mal reingeguckt. Ich bin ja krank. Als Krankenschwester. Ja, Krankenschwester, ja klar. Guckt man sich das genau an. Habe ich gesagt, was sind das denn für die Medikamente? Ne? Erst hatte ich nur Vitamine in der Hand, das war ja noch in Ordnung. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Namen, oh Schreck, das sind ja HIV-Medikamente und zwar gegen AIDS. Und da war mir klar, oh also Schreck. AIDS schon noch. Ja, ja, wenn er die Medikamente nimmt, war mir klar, er muss HIV oder schon im Stadium AIDS sein. Also schon im fortgeschrittenen Stadium. Hast du ihn darauf angesprochen? Ja, da bin ich natürlich, das war natürlich total dramatisch, weil meine Mutter da war und die sagte dann als erstes, wie bin ich jetzt auch HIV-positiv? Weil sie neben ihm stand. Da sieht man auch, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man sich ansteckt mit HIV, aber ist ja auch eine alte Dame, woher soll die das wissen? Das war alles also wirklich schwierig für mich. Und, vor allem du im völligen Emotionschaos. Ja, genau. Ja, genau. Ich war wütend. Ich war erstmal wütend, weil er es mir nicht gesagt hat, weil er nicht ehrlich war. Zweitens habe ich mir Sorgen gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich wütend darauf war, dass es mir nicht gesagt hat, dass er mich gefährdet hat, dass er es nicht gesagt hat und gelogen hat, obwohl wir darüber gesprochen haben. Wütend war, dass meine Mutter jetzt noch dabei war. Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, ihn natürlich auch zu verlieren. Also wenn man verliebt ist und dann hört man sowas oder kriegt das mit, sich mit ihm noch gar nicht darüber unterhalten, weiß nicht, was los ist, wie sieht's aus. Da hatte ich eine mega Angst, ihn auch wieder zu verlieren. Also das war so das Gefühlschaos in mir. Ja, und er war aber gerade nicht da. Ne? Nein, er war gerade nicht da. Er war gerade bei seinen Kindern im Township. Und dann habe ich ihn angerufen, dann hat er gemerkt, das ist wichtig. Und habe gesagt, lass uns mal im Parlamentgarten treffen, da ist es ruhig. Ja, und dann ist er da innerhalb von 10 Minuten gewesen. Tja, und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und was hat er gesagt? Ja, hat er erst gesagt, hat rumgestottert. Ja, es war nicht so schön. Sag doch mal, es war auch schwierig, ihn darauf anzusprechen. Ne? Mhm. Was sagt man da? Haut man da auf ihn rein? Also das ist ja auch so ein Gefühl, ne? Mhm. Aber das habe ich da nicht gemacht, war da ein bisschen konstruktiv. Er hat dann gesagt, ja, wir haben doch Kondome benutzt. Weil er dachte, er hätte mich angesteckt. Mhm. Weil er wusste ja nicht, woher ich das weiß. Mhm. Aber dann war ihm dann nachher klar, dass ich die Medikamente gefunden habe. Mhm. Mhm. War das eine Erleichterung, das zu wissen dann im Nachhinein? Oder dass ihr dann drüber gesprochen hattet? Für mich war das gut. Aber ihm ist natürlich dann in dem Moment auch bewusst geworden, dass er sich da auch schuldig macht. Es hätte ja auch schief gehen können. Ne? Mhm. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, das habe ich mich angesteckt, obwohl wir natürlich konstruktiv damit umgegangen sind und haben auch verhütet. Aber das kann trotzdem passieren. Ja, ja, Kondome sind nicht 100% sicher. Das ist einfach so. Es gibt keinen sicheren Sex, seit es HIV gibt oder Geschlechtskrankheiten. Das muss man einfach wissen. Es heißt safer Sex, sicherer Sex, aber nicht sicherer Sex. Ja. Und das verwechseln viele Leute, das gibt es nicht mehr. Das ist eine Illusion, sicherer Sex. Das muss man einfach wissen. Und deshalb vertraut man ein Stück weit auf die Ehrlichkeit. Zum Glück hast du dich nicht angesteckt. Nein, ich habe mich zum Glück nicht angesteckt. Das Geheimnis können wir auch schon mal lüften. Mhm. Nein, habe ich nicht. Aber es war natürlich für ihn ganz schwierig, da jetzt mit umzugehen. Er hat das ja die ganzen Jahre verdrängt. Warum ist das so? Das ist oft, dass die Menschen in Namibia damit nicht offen umgehen. Gut, man geht ja sowieso nicht hin und bindet das jemand auf die Nase. Das meine ich nicht. Ja, aber so generell, in Beziehung, ist das irgendwie noch so ein Tabu? Ja, A, weil sie ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Sie werden diskriminiert, sie kriegen oft dann auch keinen Job. Du musst dir überlegen, das ist ein Mensch des öffentlichen, bei Jackson war es noch schlimmer, weil es ein Mensch des öffentlichen Lebens war, der ist ein Nationalheld gewesen, dem seine Musik kennt in Namibia jeder, dem seine Musik ist sowas wie die Nationalhymne Namibias, der wird sehr verehrt und sich da zu outen und wir merken das ja auch, wir hatten ja jetzt auch in letzter Zeit Leute, die sich geoutet haben, die gesagt haben, ich bin HIV-positiv, das war ja in Amerika ein Riesenaufschrei und die Leute sind auch da diskriminiert worden, sollten verklagt werden, die haben Schweigegelder in Millionenhöhe bezahlt, damit das nicht rauskommt. Warum? Weil sie genau da vor den Reaktionen von anderen Menschen Angst haben. Wie werden die reagieren? Jackson hat sich auch gefragt, verlässt die mich dann? Ich liebe die Kerstin. Was macht die dann? Ist die dann weg? Das will ich ja nicht. Das ist ja ganz schwierig, auf so einer Grundlage eine Beziehung zu bauen. Wie habt ihr das dann eigentlich geschafft, eine Beziehung weiterzuführen durch dieses ganze Gefühl? Wie geht man mit jemandem um, wo man weiß, der hat eine tödlich ansteckende Krankheit? Ja, sehr offen. Da muss man mit Sexualität auch sehr offen umgehen. Da muss man sich darüber unterhalten, was möchte ich noch, was geht nicht, was ist einfach zu riskant. Da muss man offen drüber sprechen. Aber Jackson hatte auch tatsächlich das Problem, dass er sich total schuldig gefühlt hat, weil er auch in der Vergangenheit nicht wusste, wen er vielleicht auch angesteckt hat.
Ist ihm da das so klar geworden, als du so heftig reagiert hast eigentlich? Oder? Ich glaube, da ist es eben, der hat noch nie mit jemandem vorher darüber gesprochen. Und das hat er immer so als Geheimnis mit sich rumgeschleppt und jetzt war es raus. Das hat ihn auf der einen Seite erleichtert, vor allem, weil ich ihn dann nicht verurteilt habe. Für mich ist HIV erstmal eine Erkrankung, die auch behandelbar ist. Das ist eine Erkrankung wie jeder andere auch. Diabetes kann ich auch nie heilen. Da kriegt man auch Medikamente. Hat man auch Nachteile in der Gesundheit von. Aber wenn man bei HIV Medikamente nimmt, kann man da auch sehr, sehr lange mit leben. Und auch. Aber wie ist die Versorgung in Namibia? Ja, in Namibia gibt es ein Programm von USAIDS. Die haben ein Programm, die geben für alle kostenlos Medikamente raus. Mhm. Also da ist die Versorgung sichergestellt. Manchmal gab es da Engpässe, aber jeder hatte da Zugang. Und Jackson ist gut versorgt worden? Ja, der ist gut versorgt worden. Aber Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen. Ne? Mhm. Die schädigen die Nieren. Man muss sie richtig nehmen, man muss sein Leben darauf einstellen. Immer zur gleichen Uhrzeit auch, ne? Jeden Morgen um 8 oder so. Genau, jeden Morgen um 8, jeden Abend um 8 und zwar auch kein bisschen später. Dann wirken die nicht mehr richtig gegen die Viren, dann können die sich wieder ins Blut einschleichen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die zu bestimmten Zeiten nimmt und man muss sein Leben darauf einstellen. Ja, also kein Alkohol drauf trinken. Das hat er das gemacht? Ja. Hat er auch manchmal gemacht, hat er nicht immer darauf verzichtet. Nun ging es ihm irgendwann schlechter. Wie lebt man mit einem Menschen, von dem man weiß, von dem muss man Abschied nehmen oder den muss man jetzt vielleicht noch begleiten? Wie geht man damit um? Ja, es war unglaublich schwierig, das ist auch heute noch schwierig, weil da sind mir natürlich ganz viele Bilder und Momente mit ihm in Erinnerung, ganz viele Krankenhausaufenthalte. Wie er aus der Nase geblutet hat, wie er immer weniger wurde, fast am Verhungern war, nichts mehr trinken konnte, alles ausgebrochen hat. Das ist natürlich, wenn man jemanden sieht, den man liebt, der immer weniger wird und man weiß, man kann ihn nicht retten. Ich kann ihm eine Stütze sein bis zum Ende, aber ich werde ihn nicht retten können. Das war irgendwann klar und das ist natürlich ganz, ganz schwer auszuhalten. Aber auf der anderen Seite sind die Gespräche, die man dann hat, weil man weiß, man hat nicht mehr so viele. Es kann ja jeden Tag zu Ende sein. Ich wusste ja nie, lebt er noch eine Woche, lebt er noch einen Monat, wie lange lebt er noch, das wusste ich nicht. Aber irgendwann war mir klar, das wird nichts mehr, wir werden ihn nicht heilen, wir werden ihm nicht helfen können. Es gibt keine Dialyse, an die er hätte gehen müssen. Und ich wusste, dass er sterben wird. Und er hat dann auch gesagt, ich will hier in Namibia sterben, ich will nicht nach Deutschland, ich will hier begraben werden bei meinen Verwandten. Auf dem Heldenfriedhof? Nein, da wollte er nicht. Es gibt nämlich in Namibia einen Heldenfriedhof. Ein Heldenacker, ja. Der ist übrigens sehr schön. Das ist einer der friedlichsten Plätze, die ich kenne. Gefällt mir sehr gut. Da wollte er aber nicht hin. Das musste ich ihm versprechen. Es gab auch eine Riesendiskussion in Namibia darüber. Aber er ist dann bei seiner Großmutter und bei seiner Mutter, da wo er groß geworden ist in einem Bereich, da ist er beerdigt worden. Also ich würde das nicht wiederfinden, alleine ohne Führer. Das ist sehr abgelegen auf einem Hügel, sehr friedlich, eine sehr, sehr schöne Ecke. Mir sehr gut gefallen. Da hat er sich wohlgefühlt, da hat er oft Musik komponiert, hat er sich zurückgezogen mit seiner Musik und da ist er auch beerdigt worden. Vermissen Sie ihn noch? Ja, sehr. Sehr. Das war eine sehr intensive Zeit. Der war hochkreativ, Jackson. Der war hochbegabt. Der war als Schauspieler, als Musiker unterwegs. Wir haben Musik produziert, wir haben die Welt bereist zusammen. Wir haben uns sehr gut verstanden, er hatte sehr viel Humor, konnte 10 Sprachen. Das war ein ganz toller Mann. Und wenn man da zusammenlebt, der fehlt mir jeden Tag. Das ist tatsächlich noch so. Ja. Können Sie Tipps geben, wie man trotzdem eine glückliche Beziehung hat, auch wenn man weiß, dass ein Mensch sterben wird? Ja, das war nicht immer glücklich, ne? Da war auch ganz viel Trauer und Verzweiflung dabei. Aber ich denke, wenn die Beziehung stimmt, wenn man sich liebt, dann muss man einfach ehrlich miteinander umgehen, auch über Gefühle reden. Also das war so unser Rezept, das auch auszuhalten, wenn er manchmal auch ungerecht wurde. Diese Phasen, die man durchlebt, wenn es ans Sterben geht, die Kraft habe ich mir von Gott geholt. Mhm. Aber Jackson war auch ein gläubiger Mensch. Und das hat ihm einmal geholfen, das hat uns gemeinsam geholfen, das zu ertragen, gemeinsam und füreinander da zu sein. Der hat mich ja auch traurig gesehen, der wollte ja auch nicht. Er muss sich ja auch von mir verabschieden, das ist ja auf beiden Seiten der Abschied, nicht nur auf meiner. Hat man sich da distanziert oder hat das einen näher geschweißt? Ich fand, dass mich das innerlich zu ihm näher gebracht hat, weil wir ganz intensive Gespräche auch über Sterben hatten und er war auch manchmal, hatte ganz viele Nahtoderfahrungen, wo ich dachte, am nächsten Tag wird er nicht aus dem Krankenhaus kommen oder die Nacht nicht überstehen. Und diese Erlebnisse hat er auch mit mir geteilt und es war sehr intensiv, dazu zu hören,
beiseite zu stehen und immer zu fragen, was brauchst du? Manchmal war es einfach nur eine Massage, einfach nur da sein, einfach nur zuhören, einfach ihn mal nur zudecken. Ich wollte auch viel schlafen nachher. Wird sich das in Namibia ändern, dass es so viele HIV-infizierte Menschen gibt? Was müsste das Land tun? Also nicht das Land, das ist ja hier in Deutschland genauso. HIV breitet sich aus, nicht nur in Namibia, sondern weltweit. Das ist eine Frage vielleicht auch der Einstellung oder vielleicht auch der Aufklärung. Viele Leute denken überhaupt nicht bei Sexualität darüber nach, dass man sich auch mit Krankheiten anstecken kann und gehen sehr schnell sexuelle Beziehungen ein, ohne den Partner häufig richtig zu kennen. Und da, ich sage immer, man schläft mit der ganzen Geschichte des Menschen, das heißt mit allen Frauen, die der Mann vorher hatte, mit der er Kontakt hatte, und ich weiß nicht, was die für Krankheiten hatten. Und viele Krankheiten sieht man eben nicht oder fühlt man erstmal nicht. Es gibt ganz viele Geschichten, auch Hepatitis kann man haben, möchte ich auch nicht haben, stirbt man nämlich auch dran. Hepatitis B oder C ist auch nicht schön, oder man kann unfruchtbar werden durch bestimmte Viren oder Bakterien, und das merkt man oft auch gar nicht. Und das sollte man sich gut überlegen, mit wem man schläft, und sollte meiner Meinung nach jemanden gut kennen und sich über Sexualität auch vorher mit demjenigen unterhalten. Also einen Menschen in den Tod zu begleiten und ihn so aufrichtig zu lieben, ich finde, ein Stück Heiligenschein hast du doch verdient, oder? Vielen Dank, Kerstin van Wijk! Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Wir gehen von Namibia ab in den hohen Norden, nämlich an einen Ort, der heißt Spence's Hill. Und das ist ein Ort an der Westküste von Irland. Und in dem Lied geht es darum, ein junger Mann träumt von seiner Heimat. Und dann, Shidin Didi, wacht er auf und ist in Kalifornien. Hier sind Bock & Burger! Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, my mind been bent on rambling to idle and idle fly. I stepped on board the vision and I followed with the wind. First I came to anchor at a cord of Spence Hill. It'd been on the 23rd of June, the day before the fair, when Eidolon sons and altars in crowds assembled there. Young and the old, the brave, the bold, their duty to fulfill at the parish church in Clooney, a mile from Spence Hill. I went to see my neighbors to hear what they might say. The old ones were all dead and gone, the young ones turning gray. I met with the tailor Quigley, he's as bold as ever still. Sure he used to make my wishes when I lived in Spence Hill. Thank you.
I took a flight and a visit to my first and only love. She's as white as any lily, as gentle as a dove. She threw her arms around me, saying, Johnny, I love you still. She is Mac, the farmer's daughter, and the pride of Spancel Hill. I dreamt I held and kissed her, as in the days of yore. She said that, Johnny, you're only joking, as so many the time before. The cock crew in the morning, boys, it crew both loud and shrill. And I awoke in California, many miles from Spancel Hill. And I awoke in California, many miles from Spancel Hill. So. Wir stehen ja in der Sendung für Werte ein. Nee? Menschlichkeit, Wertschätzung, Authentizität. So, ich habe hier ganz viele Werte. Wir spielen jetzt das Spiel Drei wilde Werte. Du darfst jetzt eine Karte ziehen. Vergnügen. Was hat das mit dir zu tun, dieser Wert? Oh, ich lache unheimlich gerne. Also wer mich kennt, weiß, dass ich immer so einen Schnack auf den Lippen habe, immer eine Geschichte erzähle und dabei größtes Vergnügen habe, Geschichten zu erzählen und Leute um mich herum zu haben, die mir zuhören und zu lachen und Blödsinn zu machen. Du hast auch ein Rampensau-Gen. Ja, habe ich. Ja. Okay. Gleich Vergnügen. Ja, gleich Vergnügen. Sehr schön, dann darfst du die zweite Karte ziehen, welche auch immer. So haben wir ein paar. Also ich bin ja froh, dass ich heute diese wilden Wörter nicht irgendwie so ziehen muss. Vielfalt. Was hat denn Vielfalt der Wert mit dir zu tun? Also ich bin sehr vielschichtig und sehr vielseitig in meinen Hobbys, in meinen Interessen, in meinen Begabungen. Hast du einen Bauchladen in Form von Begabung? Was denn? Ich bin gut im Unterrichten, also ich bin eine gute Lehrerin, kann gut Wissen vermitteln. Ui, das kommt jetzt. Attraktivität! Ja. Was ist das für ein Wert für dich? Was hat das mit dir zu tun? Ach, ich finde, ich gucke mir gerne schöne Menschen an, schöne Männer, schöne Frauen, schöne Bücher. Reicht jetzt. Ich finde es auch attraktiv, wenn jemand Humor hat, da waren wir eben schon mal. Ich finde es attraktiv, wenn jemand authentisch ist, Werte hat in seinem Leben. Das finde ich sehr attraktiv. Mhm. Das finde ich sehr anziehend, auch an einem Mann zum Beispiel. Mhm. Wunderbar, ein kleiner Einblick in Kerstin van Weecks Seelenleben. Mhm. Welche Werte konntest du denn in Namibia wiederfinden, die dir wichtig sind? Ja, das kommt natürlich darauf an, wie man begegnet. Mhm. Ne? Jeder Mensch hat seine speziellen Werte. Das liegt ja darauf an, kommt darauf an, wie er geprägt ist, was er mitbekommen hat, auch vom Elternhaus und wie er sich selber entwickelt hat. Ich finde, dass es, also sie haben andere Werte oft als wir, habe ich so oft den Eindruck gehabt. Sie legen Wert auf andere Dinge. Zum Beispiel, kannst du da das benennen? Ja, Sexualität spielt eine andere Rolle zum Beispiel. Also das ist sehr offensichtlich. Aber es liegt, also das will ich auch gar nicht bewerten, weil es, man muss ja auch immer sich angucken, woher das kommt. Ne? Ja, das ist so ein bisschen jeder mit jedem, oder? Geld spielt ja auch eine andere, ja. Geld spielt ja auch eine andere Rolle, aber auf der Grundlage der Armut. Mhm. Das, so wie die Gegebenheiten im Land sind oder auch was von der Regierung vorgegeben wird, oft an Werten, das übernehmen viele Leute ja auch. Also wenn man keine vernünftigen Vorbilder hat, dann gehen viele Werte ja auch den Bach runter. Bist du mit Werten dahin gegangen und hast gesagt, also das ist ein hoher Wert für mich, zum Beispiel wir Deutschen, wir mögen Pünktlichkeit als Wert.
Und irgendwie wurde total gar nicht, ja, war leider Ja, das war nicht mir so. Noch nie wichtig. Da war ich in Afrika ganz richtig. Also heute, ich arbeite heute im Amt und da legen die sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Und ich glaube, ich bin immer die Letzte, die da ist und kriege da auch manchmal... Die Erste, die geht. Nee, ich bin oft die Letzte, die geht. Aber ich bin oft halt ein bisschen leger, was so die Anfangszeiten anbelangt. Das nehme ich so nicht so genau. Das fand ich sehr attraktiv in Namibia, dass das ein bisschen legerer gehalten wird. Ich mag es zwar auch nicht, wenn jemand unpünktlich kommt, zumindest wenn ich das Essen auf dem Tisch stehen habe und es wird kalt. Na gut, klar. Ja, das mag ich dann auch nicht, aber ansonsten alles gut. Gab es einen anderen Wert, der total enttäuscht wurde? Ein Wert, der enttäuscht wurde? Ja, so... Zuverlässigkeit gibt es ja zum Beispiel. Treue. Treue. Treue ist vielleicht so ein Wert gewesen, weil Beziehungen und Treue, das war eben etwas, ich glaube, wenn man nach Afrika, beziehungsweise da, wo ich war, in Namibia, für Afrika kann ich nicht reden, aber meine Erfahrung ist, dass Treue ein Wert war, der eben nicht so hoch gehalten wurde. Das fand ich sehr schade. Würden Sie denn nach Namibia, oder würdest du nach Namibia zurückgehen? Ja, sofort. Wie viel wert ist ein Menschenleben in Namibia? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch bei diesen Reparationszahlungen an den Hereros eine Frage, die wollen ja immer Geld haben für jeden Herero, der ermordet worden ist, wo ich sie auch mal gefragt habe, was ist ein Menschenleben wert? Weil für mich ist ein Menschenleben unbezahlbar, das kann man mit Geld nicht aufwerten. Das ist, wenn man jemanden ermordet oder umbringt, das ist nichts, was wiederbringbar ist. Das ist für immer verloren, so ein Mensch, und das ist ein Drama. So sitzt wie sehen die Namibier das? Was ist denen ein Menschenleben? Also wenn der Arzt nicht mal helfen würde, wenn er gerade nicht im Dienst ist. Ja, wenn das nicht implementiert ist in einem Land, dann wird es ja auch nicht erwartet von jemandem. Ne? Hier werden Dinge erwartet, weil sie zu unseren gesellschaftlichen Werten allgemein zählen und akzeptiert und anerkannt sind. Da ist das eben anders. Und Wie viel gelten Frauen denn in dem Land? Ja, das ist Namibia ist ja ein sehr patriarchisches Land, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Deutschland, 68 haben die Fußballfrauen auch noch ein Bügeleisen bekommen, wenn sie gewonnen haben, und ein Porzellangeschirr. Das ist noch gar nicht so lange her, da reden wir von 50 Jahren. Die Frau hatte bis dahin auch noch einen Vormund, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir in Entwicklungsländer dann gucken. Aber der Wert der Frau dort ist... natürlich, also da gibt es Gendergleichheit, da muss man noch sehr für kämpfen. Wir hatten es eben schon gesagt, das ist eine Demokratie dort, aber es herrscht ganz, ganz viel Korruption. Wenn du die Chance hättest, was würdest du in Namibia verändern? Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir natürlich auch tatsächlich schon öfter Gedanken drüber gemacht. Ich würde erstmal das Parlament, man muss sich überlegen, in Namibia gibt es, Namibia ist 2,5 mal so groß wie Deutschland von der Fläche und da leben nur 2 Millionen Leute ungefähr. Und sie haben eine Regierung, die mehr Abgeordnete hat im Parlament, doppelt so viele, vielleicht inzwischen auch dreimal so viele wie hier. Mhm. Und das würde ich als erstes mal wasserkopfmäßig sehr verkleinern. Dann hätte man auch mehr Gelder, die den Armen zugute kämen, und auch Projekte. Und ich würde auch nicht so viel Geld ausgeben für irgendwelche Heldenacker oder Heldenstatuen. Überall steht der ehemalige Staatspräsident als Statue herum. Das finde ich ein bisschen zu viel des Guten. Also ich hätte gedacht, 1-2 Statuen reichen. Aber er wird halt sehr verehrt und da wird sehr, sehr viel Geld für ausgegeben. Manchmal wird es auch gespendet von Korea oder China. Aber für solche Sachen, auch für, da gibt es jetzt ein neues Heldenmuseum, wo Jackson übrigens nicht drin ist, komischerweise, weil er nicht mit der Waffe gekämpft hat, sondern mit Musik und Worten. Das hat Millionen gekostet. Angeblichen Geschenken, ein neues Staatshaus hat Milliarden gekostet. Das finde ich, hätte alles nicht sein müssen. Das hätte man nicht auch vielleicht in die Gesundheitsversorgung. Da geht ganz viel Geld rein, aber ich glaube, dass die Gelder auch viel verplempert werden für Kurse, für die Minister fliegen durch alle Welt und wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Jede Schulung, jedes Seminar, wird ganz viel Geld auch für Essen ausgegeben. Sonst kommt da auch kein Mensch hin, weil Essen ist auch wichtig. Mhm. Ja, das spielt eine große Rolle, aber da wird sehr, sehr viel Geld verplempert auch. Ja. Vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben, in deine Zeit, was du getan hast. Kerstin van Wijk! Dankeschön. Und wir hören nochmal Musik. Wunderbar, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Wir hören nochmal Bock & Burger mit Frosty Morning. Yeah.
ich schon was. Hm? Dann bin ich das Chicken Sandwich. Okay. Okay, Bock, Burger, Chicken Sandwich, alles klar. Habt ihr klasse gemacht. Vielen Dank fürs Gefiedel. Das ging ja ab wie Luzi, ne? Ja, genau. Vielen Dank. Super, oder? Woo! Vielen Dank auch an unseren tollen Gast Kerstin van Weeck. Klasse.